Ich komme! Yeah, die Post ist da! Juhu, jetzt geht's ans Auspacken. Ich habe hier zwei Pakete. Das sollte Food Oasis sein. Food Oase, wenn ihr sie noch nicht kennt, ich verlinke sie euch unten. Das ist aber ein nicht komplett veganer Shop, muss ich dazu sagen. Sie haben mehr so Allergieprodukte, aber sie haben wirklich super, super viele gute, leckere Sachen. Halt Allergieprodukte, sowas wie glutenfreie Nudeln und so weiter. Organic Red Lentil Spaghetti. Rote Linsenspaghettis. Und dann habe ich hier Chickpea Spaghetti. Also Kichererbsen. Organic Green Lentil Penne. Grüne Linsen. Edamame. Soybeans. Grünes Soja. Ach, das ist grünes Soja. Die hört sich aber nicht mehr ganz gesund an. Organic Black Bean. Schwarze Bohnennudeln. Die sehen ja mal geil aus. Und dann habe ich hier noch Soybean Spaghetti. Also normales Sojabohnen. Der Vorteil hier bei diesen Nudeln ist natürlich, glutenfrei ist kein Getreide und proteinmäßig müssten die auch sehr gut sein, genau. Die Sojabohnen, die haben 42 Gramm und 340 Kilokalorien, also sowas wie Reis oder Getreide halt ungefähr haben die auch so viel Kilokalorien. Die schwarzen Bohnen haben 45,1. Die Edamame, also Sojabohnen, grüne, haben 45. Die grünen Linsen haben 23. Die Chickpea haben 20. Und die roten Linsen haben auch 20. Verlinke ich euch alles unten. Könnt ihr euch mal auf Instagram-Bilder freuen. Dann habe ich hier die Lucky Vegan Box. Hopp. Hoffentlich geht nichts kaputt. Volltreffer. Gluten-free Apfel und Zimt Pancakes. Weißer Chia. Oh, den hatte ich auch noch nicht. Power Yourself with Nature. Das ist sowas, so einen ähnlichen Saft hatte ich doch schon mal. Hier haben wir noch mal was von Orgran. Shortbread Hearts. Herzen. Scheint glutenfrei zu sein, wenn ich das jetzt genau. Glutenfrei Dinkeleiswaffeln. Bio-Knoblauch-Aioli. Mayonnaise ohne Ei. Bin ich ja mal gespannt. Aioli. Da würde ich fast die Eiswaffeln hier missbrauchen. Kürbiskerle zum Vernaschen. Die sind mit Schokolade. Hofgemüse, Brotaufstrich. Erbse, Basilikum. Ah, das ist doch was für meine Tochter. Zu ihrem Brot. Edel, bitter, Kakaobohnen. Oh, direkte Kakaobohnen. Geröstet, kandiert, schockiert. Und hier haben wir als allerletztes Dairy-Free Parmi Italian Herb. Was ist denn das? Leckerer veganer Parmesan mit italienischen Kräutern. Der neue Zettel. Habt ihr gut gemacht, Mädels. Sieht echt klasse aus, so. Lucky Vegan feiert Geburtstag. Oh, ihr werdet ein Jahr alt. Glückwunsch. Das war's dann mit der Lucky Vegan Box. Und mit der Food Oase Box. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst, abonniert hier meinen Channel. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.